Jetzt sollte ich ins Krankenhaus fahren und mit einem Psychologen reden. Mein Geisteszustand lässt zu wünschen übrig. So, wieder gesund. Jetzt warten wir auf den nächsten Auftrag. Und wir können auch zwischendurch einmal tanken. Ich glaube, neue Waffen kann ich mir noch nicht kaufen. Noch nicht leisten. Kaufen schon, aber leisten nicht. Na komm. Gib mir einen Auftrag. Und los geht's. Oh, ich habe ja noch die Geister. Auf Falle. Ich hoffe, eine Falle reicht. Ist schon Mitternacht? Oh, das sind schon mal zwei. Gut. Die Falle wird dann voll sein. Ist zu weit entfernt, was? Oh, ich kann sogar noch mal schießen. So, einen haben wir schon mal. Ich habe es kommen sehen. Na, verfehlt. Ist es vielleicht auch, weil es dunkel hier ist? Muss ich wieder Licht anmachen? Nein. Geht gerade nicht. Okay, die Runde ist schon wieder vorbei. Ist doch schon so ein bisschen im Stil von XCOM Enemy Unknown. Nur halt mit Geistern, ne? Nicht mit Aliens. Ah, da steht was. Achso, ich bin einmal gegangen und habe einmal die Falle gelegt. Gut, das sind zwei Punkte, ja. Jetzt komm schon! Damit habt ihr nicht gerechnet. Sehr gut, da ist er drin. Wunderbar. Ich lebe, aber die sind total tot. Ja, die sind doppelt tot, würde ich mal behaupten. So, ich muss unbedingt zum Hauptquartier. Die Fallen leeren. Vielleicht kann ich ja jetzt mal was Neues kaufen hier. So, was haben wir? 810. In 5 Tagen ist die Miete fällig. Gut. Sucker Punch. Typ Schlürfer. Plus ziehen. Okay, ziehen 1. Mhm. Ziehen ist gut. Nehme ich. Dann noch eine Falle für 3 Geister. Gut. Habe ich seinen Geisteszustand schon geheilt? Nein, ich glaube nicht. Ah, es reicht auch nicht mehr. Scheibenhonig. Da ist der Geist. Und weiter geht's. Ja, dann probieren wir gleich mal die neue Waffe aus hier, ne? Und die neue Falle. Los geht's. Ich erkenne jedes Problem, das ich sehe. Und hier gibt es gleich mehrere. So, da sind wir im Park, ne?
Gehen wir mal dahin. Ziel ist so weit entfernt, na, dann gehen wir halt dahin. Oh, da ist ja schon der erste Geist. Ey, ey, ey. Ist das alles, was ihr minus 2, ja, das ist doch schon mal gut. Ah, ich bin einen Schritt gegangen. Das hat mich einen Aktionspunkt gekostet. Mist. Ich bin gegangen und habe eine Falle gelegt. Ah. Ich hoffe, mein Geisteszustand hält es aus. Nicht aufgeben, zurückschlagen. Tasman, Tasman, Tasman. Ich kann es nicht mehr hören. Jasmine. Ist klar. Ah, der hat einen Fernangriff. Oh nein, was mache ich denn da? So, Falle unter ihm. Und Pause. Komm, das schaffst du. Wunderbar. Ah nein, das war nicht der letzte. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um meinen Kollegen hier. Ich höre da doch was. Okay. Na, wo ist er denn? Ach, da ist er ja. Nein! Ach, wo hat er denn hingeschossen? Falle aufnehmen, Falle setzen. Zwei Aktionspunkte. Wer einmal spukt, den glaubt man nicht. Sehr gut, fertig. Oh, 1213, nicht schlecht. So, damit machen wir heute mal Schluss. Morgen seht ihr dann die neuen Waffen, die ich mir davon kaufen werde oder wie ich meine Waffen dann verbessern werde. Ich habe ja einen Wissenschaftler. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaut auch morgen wieder rein. Tschüss. Ja, dann wollen wir mal, ne? So, wir spielen jetzt doch noch mal ein bisschen weiter. Ja. Was gerade so gut läuft. Und außerdem hat sich jemand gewünscht, dass es noch weitergeht. Also, dass die Folgen länger werden. Und alles für den Dackel, alles für den Club wird gemacht. Ich bin gerade am Überlegen, ich sollte mir noch jemanden einstellen, weil alleine ist es immer doch ein bisschen gefährlich. Ich habe doch... Achso, ja, den habe ich schon, den Wissenschaftler. Oh, der wird teurer. Huiuiui. Aber der ist ja auch im Labor beschäftigt. Wer ist denn... Das scheint ein Schläger zu sein, okay? Wer hat einen guten Geisteszustand? 35, 33, 23, 29, 28, 35. Aber Wissenschaftler? Der hat nur 4 Bewegungen. 5 Bewegungen. Ah, ja. Bewegung 5. Geisteszustand 33, Bezahlung 92. Niedriges Erstgehalt. Ja, aber der hat eine hohe Zielgenauigkeit. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß jetzt nicht, was die Konstitution bringt, weil die Lebenspunkte sind ja der Geisteszustand. Das wird sich bestimmt noch herausstellen. Zielgenauigkeit 30. Ja, das ist so ein Mittelding, ne? Anführer. Na, dann nehmen wir den mit der Halbglatze. Den Namen kann ich jetzt aber nicht ändern, ne? Nein. Sicher? Ja, den nehmen wir. Nehmen wir. So, dann fahren wir mal.
Ich muss aber noch einkaufen vorher. Gut, nehmen wir an. Fahren wir aber vorher noch zum Laden.